So, herzlich willkommen, wo ist mein Mikrofon? Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von AETS. Was? ETS? AT? Nevermind, let's go. Mein Hirn hat schon jetzt einen Aussetzer. Heieieiei. So, wir haben... Können wir eigentlich unseren LKW ein bisschen ausrüsten? Ich meine, wir sind jetzt schon immer schon Level 8. Wir müssen ja eh zur Werkstatt. Dann tucken wir mal ganz kurz hin und gucken mal, was wir da so machen können. In der Werkstatt. Aufrüstungstechnischerweise. Dieses Mikrofon. Oh. Okay. Ja. Na komm. Hat er den aufgehangen oder was? Es regnet ja immer noch. So, wir sind auch müde. Dann müssen wir auch. Hier können wir nicht pennen. Also pennen wir mal. Warum? Just why? What just happened? Why are you doing this? Ist überhaupt eine Tankstelle in der Nähe? Ja, denn das ist eine Tankstelle. Okay, wir müssen also erst... Wir gehen erstmal tanken und dann reparieren. Tanken ist gerade wichtiger. Weil wenn der uns ausgeht, dann bleiben wir stehen. Dann war's das. Wo kann ich hier raus? Kann ich hier raus? Ja. Wow. Oh, mal richtig Gewitter. Gewitter im Kopf. Muss ich jetzt nach links? Ah, nee, kann ich ja gar nicht nach links. Oh, ich muss ja hier. Ja, es fährt auf Sicht, wenn man durch den Regen die Ampel nicht mehr sieht. Deswegen, dieses Rot ist zum Beispiel gar kein Rot, sondern es wäre eigentlich grün. Aber aufgrund des Regentropfen-Effekts gibt es eine Lichtbrechung und da verändert sich quasi das Lichtspektrum und drückt das Ganze in die längeren Wellenlängen. Und dementsprechend wird das grünliche Licht rötlich. Ja, ist ein ganz normaler physikalischer Vorgang. Kennt man. Rotverschiebung. Ne? Schon mal was gehört davon? Ja. Das so ungefähr. Ach nee. Bei der Rotverschiebung wird es ja rot. Ach nee, doch, sehr richtig. Alles gut. Ja, mein. Jetzt fasst mich schon mit meinen eigenen Ausreden. Das ist ja hier Königsdisziplin. Ich bin ja gespannt, ob jetzt 200 Gallonen rauskommen, ne? Müsste ja eigentlich so ziemlich. Boah, $1000. Oh, wir haben doch mehr als... Oh. Was haben wir denn für einen Tank? 230 Gallonen? Ja, na gut, muss ja der 250er-Fach sein, ne? So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Die Straße ist frei, sehr gut. So, dann halten wir uns aber mal wieder ein bisschen an die Verkehrsordnung hier, ne? Rasezeit ist vorbei. So, wieder grün, sehr schön. Was kannst du sagen? Genau, bin ich mal gespannt, wie teuer das wird. Weil mit dieser Selbstbeteiligung verstehe ich nicht so ganz. Wie wenn müde. Achso, ja, stimmt. Schlafen hätte auch gleich können. Egal. Oder? Konnte man überhaupt schlafen? Nee, ne? Doch, konnte man. Gibt es auch manche Tankstellen, wo man nicht schlafen kann. Bleib mal stehen jetzt hier. Was ist das denn für ein kleines Fenster? Okay. Was ist mit dem los?
Ey, Junge! Also Rechtsabbieger mit immer grün ist ja schon gut, aber nicht, wenn ich gerade fahre. Aber jetzt, ich glaube, es hackt hier. Keiner da? Wer? So, können wir erstmal direkt pennen hier. So, $63.000 haben wir. Ja, was ist das? So, genau. So, Wartung. Nein, ich hab dieser Maus. So, sie haben 63.000, die müssten wir jetzt ungefähr so 62.900 haben. Das ist ja interessant. Da muss ich mal gucken, ob wir bei ATS sowas Gleiches haben. Das ist ja... Sieht man das direkt im Menü? Zustand. Ja, 8% Selbstbeteiligung. Weißt du was? Dann speichere ich an der Stelle direkt mal. Guck mal direkt bei ATS rein. Bei ETS. Da ist mir sowas noch nie aufgefallen. Oder bin ich jetzt einfach komplett dumm? Und wir haben schon die ganze Zeit gehabt und mir ist es nur nie aufgefallen, weil ich dumm bin. Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Mache er hin. So, Level 16. Aber da brauchen wir leider noch ein bisschen, bis wir bei RTS bei Level 16 sind. Leider. Sehr traurig. Aber ist halt so. So, Zustand. Nö, nee, siehst du? Hier gibt es nichts irgendwie mit Selbstbeteiligung oder keine Selbstbeteiligung oder wer oder was. Das ist ja. Das ist doch verrückt, ist das. Wieso haben wir denn bei ATS was wie eine Selbstbeteiligung? Ist das etwa in Amerika Standard, dass man so eine Versicherung hat, die den Schaden übernehmen? Oder ich meine, sowas gibt es ja auch im Deutschen, aber wieso gibt es das bei ETS nicht, aber bei ATS? Hm. Nicht so, also ist das wäre ja dann quasi diese Unfallversicherung, wäre das ja in dem Moment, die da greifen würde. Aber das müsste es denn ja auch bei ETS geben, weil hier gibt es ja eine Unfallversicherung. Irgendwie verstehe ich das nicht so ganz, was die da. Ich meine, da können wir ja hier Webpage machen. Wenn wir eh nur 8% zahlen müssen, ist ja preiswert. Also. Cool. So, nein, nicht Wartung. Jetzt wollte ich. Ich hau deine Oma. LKW-Konfigurator. So. Oh. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Sehr geil. Jetzt ist die Frage, was ist besser? Ich würde mal sagen, oh, das Ding geht aber nach hinten ganz schön weit, ne? Ist ja. Aber gut, dann müssen wir mal kurz in den Innenraum gucken. Wie Innenraum ist das da? Okay, okay, das ist zur Breite hin ein Doppelbett. Verstehe schon. Und das andere ist dann nach oben hin ein Doppelbett, kann das sein? Ja. So, wenn ich jetzt hier reingucke, dann haben wir nach oben ein Doppelbett. Genau, jetzt haben wir hier so ein Doppelbett. Okay, das ist ja interessant. Das ist ja... Ja, aber da oben so die Scheinwerfer, weiß ich nicht, ob ich da ein Freund von bin. Ich glaube, ich gehe tatsächlich doch eher... Das sieht doch total behindert aus von vorne, wenn wir mal ehrlich sind. Ich glaube, da gehen wir mal lieber mit dem hier. Das sieht denn doch... auch scheiße aus ein bisschen. Ja, was ist denn? Ja, komm, mach mal hier. Mach mal weg die Kacke. Ich muss mal nachgucken, was ist denn die vierte Form? Die vierte Ausbaustufe. Fahrzeugbrowser, LKW-Browser, Browser. Internetbrowser. Da. Was wäre denn? Okay, das wäre eine Kombi von beidem. Ah, und hier vorne das Ding ist dann länger. Und deswegen sieht es so nicht so scheiße. Ein bisschen komisch sieht es trotzdem aus. Ah, es ist ja...
Was ist das für ein Lack, Alter? Brauner Lack? Habt ihr Lack gesoffen? So bitte. Oder so. Das sieht am natürlichsten aus. Oder so. Das sieht am besten. Da passt auch das Bild komplett rein. ja. Nee. Okay. Aber ich glaube mal, bis da brauchen wir noch ein paar Level. Sieht man das irgendwo? Level 50, ja genau. Ja. Ich würde mal sagen, dann bleiben wir aber schon bei dem hier, weil da haben wir nämlich einen längeren Tank, was wir bei dem nicht hätten. Ja. Ich meine, gut, wir haben ja auch ein längeres Fahrgestell. Wir haben ja hier das, glaube. Jetzt weiß ich nicht, ob wir... Ob wir hier noch längeres... Oh, guck mal, da gibt es sogar noch länger. Aber jetzt haben wir Level 12. Haben wir das nicht schon? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Oh, gut, da gucken wir mal bei uns rein. Bevor wir da bei der Vorschau komplett durcheinander kommen. LKW-Konfigurator. So, wir haben jetzt hier... Ja, genau, wir haben nur A und B. Gut, wir machen mal das da. Ach, da gibt es ein anderes B denn scheinbar. Das ist in erster Level. Ist ja behindert. Wer kommt denn auf so einen Murks? Okay, dann muss ich mal ganz kurz gucken. Da haben wir... Okay, wir haben aber letztendlich Tropfen etwas längere Tanks. Ah, also das ist schon mal... Wir haben dann doch etwas längere. Das heißt, wir dürfen auf jeden Fall nicht weniger Sprit haben als davor. Aber das ist schon mal angenehm. So, Motor haben wir mittlerweile schon 500 PS Motor. Wir hatten ja wirklich nur 425. Hatten wir nicht 430 gehabt? Ach nee, das war ja bei dem Petabyte, bei dem anderen LKW da. Okay. Ich habe auch 18 Gänge mittlerweile. Das wird ganz schön teuer. Ich weiß nicht, ob sich das Ganze jetzt eigentlich so richtig lohnt. Nicht wirklich, ne? Ich meine, gut, ein kräftigerer Motor, okay, ja. Wobei es doch nur 75 PS sind. Ne? Das hier lohnt sich nicht wirklich. Boah. Weiß ich nicht. Gut, die Lackierung sieht sowieso scheiße aus. Da müssen wir sowieso mal gucken, ob wir hier was anderes nehmen. Sowas hier zum Beispiel oder sowas. Das sieht am besten aus. Das hier sieht auch hässlich aus. Dann nehmen wir mal lieber das. In Klammer denkst du. Nee. Was? Nee, bin ich nicht. Vor allen Dingen nicht mit der Optik. Das Ding sieht ja aus wie... Was soll denn das bitte schon darstellen? Nö. Gut, dann machen wir nochmal... Am Gehäuse ändern wir also erstmal gar nichts. Am Interieur, da kann man drüber streiten. Zum Beispiel, dass man... Hä? Haben die auch eine andere Farbgebung oder was? Ja. Eben, die haben auch eine andere Farbgebung. Deswegen sah es auf einmal so hässlich aus. Wo kann ich das denn einstellen? Da. Genau. Stimmt, dieses Kühlschrott gibt's. Ach doch, da aber ab da unten. Ah. Okay. Ja gut. Jedenfalls, das würde auch noch gut aussehen. Ah, sieht, oh, er hat mich schon wieder in diesem Kameramodus gefangen. Boah, dieser Kamera. Was ist denn hier los? So, egal. Fakt ist auf jeden Fall, da bleiben wir. Hier bleiben wir auch. Hier können wir überlegen, wie viel wir denn 14.000 müssten wir zuzahlen. Bin ich fast gewillt. Aber das lasse ich erstmal offen. Das wäre halt eher sinnvoll. Ne? Das wäre definitiv sinnvoll, damit wir gerade im unteren Bereich wesentlich mehr, ne, Traction haben. Wir haben aber ein kleineres Differential. Ich meine, wir gehen dafür mit den Gängen weiter runter, ja.
Aber dann hebt sich das ja schon wieder fast aus. Okay, egal, nämlich trotzdem. Hier bleibt alles so, wie es ist. Ob du willst und nicht. Hä, sind ja actually andere Sachen. Was ist denn das hier alles? Da ist Wein und hier ist Wein 2. The fuck is going on, my friend? Was ist der Unterschied zwischen denen? Ah, da hinten. Das Ding ändert sich. Okay. Oh, dann nehmen wir mal das Ding. Das sieht mehr nach Puff aus. Ja, wir bleiben bei dem. Okay. So, hier bleiben wir auch. Hier bleiben wir. Es hat sich hier was Neues ergebenerweise ergeben. Ja, die Reifen ja alle scheiße aus. Warum sehe ich bei den Reifen eigentlich nicht mehr dieses A, B, C, D, E Klasse? Also, wie rutschfest sie sind, wie wasserfest sie sind und wie tankfreudig sie sind. Warum sehe ich das hier nicht mehr bei den Reifen? Warum gibt es da zwischen ATS und ETS so viele Unterschiede? Das ist geil. Aber ich glaube, ich bleibe lieber bei dem hier. Ah, klar. Verpassen wir den erstmal einen europäischen Unterbau. Aber sowas von, du. Alter Schwede. Nee. Lass mal stecken. Was halt geil wäre, wäre eine Kombi von dem und dem. Ja, dass man sowohl hier als auch noch so Scheinwerfer hätte. Aber vielleicht kommt die später noch, weil hier ist ja noch ein bisschen was. Also wir bleiben erstmal bei dem hier. Was ist das hier? Achso, neue Radkappen. Nö, mit dem bin ich eigentlich so eigentlich ganz zufrieden. Ein bisschen farbige vielleicht. Ist ja natürlich rosa. Darüber könnte man reden. Das sieht geil aus. 800 Piepen. Okay, gekauft. Was haben wir hier? Eine Verkleidung? Nee. Okay. Was willst du das verändern? Du willst. Ne. Hä? Er hat doch früher mal angezeigt, was denn nicht passt. Achso, die Leiter hier passt nicht. Okay. Das meint er damit. Ja, aber passt nicht zu dem LKW. Das passt nicht. So. Gucken wir nochmal hier. Hier hat sich nichts verändert. Hier hat sich auch nichts verändert. Hier hat sich, ist auch so, ist immer noch das Ding. Das wäre vielleicht eine Option, dass man sagt, okay, wir können hier. Sowas draufklatschen, muss mal gucken. Bei den meisten geht hier um was flöten. Also sowas könnte man zum Beispiel machen. Bäh. Ah, sehr süß. Ja, das kann man doch machen. Was kann man hier anklatschen? Ah, Lichter. Nee, fühle ich irgendwie nicht so. Ah, so kann man das machen. So, haben wir hier was Neues bekommen? Oh. Oh. Ja, okay, das ist natürlich sehr geil. Das ist dann passt da natürlich wesentlich mehr dazu. Nämlich ein bisschen länger machen, sodass er auf der gleichen Höhe ist wie das. Wobei, nee, das sieht kacke aus. Das Ding lasse ich mal lieber weiter unten. Die Auswürfe, die können wir so lassen. Die sehen. Nee, ich bleib bei 5. So sieht es besser aus. Tatsächlich. So, hier macht jetzt keinen Sinn mehr, weil wir haben ja eh diese Verkleidung drumherum. Von da können wir das rauslassen. Hier hat sich. Oh, okay, können wir das nehmen? Das sieht besser aus. So, hier können wir auch die Dinger nehmen. Wobei vorne sieht scheiße aus. Da passen die dann optisch doch mehr oder das, genau. Das passt da mit mir. Ich glaube, ich würde vorne einfach gar nichts nehmen. Ohne sieht es besser aus. Ja doch, ohne sieht es besser aus. So, hier haben wir.
Ne? Ne? Das wäre wieder das. Wir hatten doch hier vorne noch diese Windschutzscheibe, ne? Wo kann man die eigentlich einstellen? Hier war das nicht. Ah ne, das war ja auch bei dem anderen LKW, ne? Wo wir vorne diesen Bomber da anbauen konnten, ne? Genau, das ist das, das ist das, das ist das. Das ist das. Ja. Ja, da würde ich mal sagen, können wir das so eigentlich erstmal lassen. Ist natürlich blöd, dass das Bild hier, das Bild hier nicht weit darüber geht. Ich kriege schon wieder meine ganze Zeit mein Kopfhörer an hier, Low Battery. Dass das Bild hier nicht mehr weit darüber geht. Das ist natürlich sehr schade. Wo waren denn die Dinger nochmal? Ach ne, war hier oben mit bei. Bei dir? Nein. Bei dir? Nein. Mal, könnte ich denn hier. Ach da. Sehr intuitiv gestaltet das Ganze. Okay. Was bist du denn? Hä? Ach so, die verschiedenen Funktionen da. Ah, okay. Ja gut, nö, machen wir das hier. Oh, so ist gut. Und bestellen. Oh, mehr lohnt sich erstmal nicht. Jutchen, dann gucken wir mal. Du kannst wieder weg. Ich brauche mal nicht mehr. Halt. So. So, ausgeschlafen sind wir. Getankt haben wir auch. Das heißt, wir können direkt die nächste Mission in Angriff nehmen. Das wäre dann. Boah. Oder das Ding hier. Da haben wir wenigstens keine Begleitfahrzeuge, das heißt, wir können da so schnell fahren, wie wir wollen. Also, müssen nicht mit 40 rumtuckern, sagen wir mal so. Was ist das denn hier für ein Ding? Das ist doch dieser komische, ja, Frecktank. Den hatte ich früher, als ich angefangen habe mit ATS, hatte ich den andauernd. Aber jetzt so hier, wie hier, irgendwie gar nicht, ne? Ich glaube, ich gehe actually mit dem Ding hier. Da fahren wir auch schön hier oben lang. Das ist ja auch geil. Ja, der hat nur 10 Tonnen. Das ist für unseren LKW noch weit im grünen Bereich. Und der hier, der hat aber halt 35 Tonnen. Da weiß ich nicht, ob ich da so glücklich mit werde. Ich meine, gut, wir bekommen hier pro Strecke mehr Geld. Ja, aber hier bekommen wir auch schon 60.000 und haben neue Streckengebiete, die wir so noch nicht gesehen haben. Also, akzeptiert. Let's go. Okay, here we go. Meine Rede. Here we go again. Meine Kopfhörer machen mich gaga. Turn left. Naja. Ich würde lachen, wenn diese Meldung mit dem Turn Low left. Battery so laut ist, dass man das sogar am Mikrofon hört. Ha! Muss ja. Wo so laut wie mich der Ding mal in den Ohren schreit. So, wir müssen geradeaus. Ist jetzt auch witzig. Wir haben das hier erkundet, wir haben das erkundet. Das war am Anfang so komisch und jetzt. Eigentlich müsste ich jetzt hier lang fahren, damit wir das auch noch erkundigt haben. Warum lange überlegen? Komm, das können wir noch machen. Und danach fahren wir aber auch wie brave Bürger. Wow. Wie brave Bürger und natürlich ist da alles voll. Natürlich ist da alles voll. Leco mio. Never mind war gerade sehr passend. So. Jetzt können wir wieder wie normale Leute fahren. Guck mal. Wir bleiben sogar bei roten Ampeln stehen. Okay, oder auch nicht, weil die haben wieder grün ist. Ist nicht meine Schuld. Hä, wo schickt er uns lang? Moment, mal, fahren wir falsch? Hä? Ach, wir hätten dahin gemacht. Na gut, okay, das ist natürlich. Ja, wir fahren wie ganz normale, brave Bürger. Kennt man ja. Ja, wir sind die bravesten Bürger. Guckt mal, wie brav wir fahren. Hä, da muss ich ja.
Ach scheiße, Alter. Oh, jetzt muss ich wieder. Ah, nö. Das ist. Nee, komm. Was zur Hölle geht hier gerade ab? Ich hab schon wieder keinen Bock. Ja. Manchmal hat man so Momente im Leben, ja. Da fragt man sich, bin ich nicht zu alt für das Ganze? Sollte ich nicht einfach in Rente gehen? Ach, Leute. Das kannst du hier keinem erzählen. Wenn ich das meinen Enkelkindern erzählen würde, die würden mich direkt enterben. Halt, stopp. Jetzt rede ich. Was ist da vorne eigentlich los? Ha, da war wohl ein Ronny unterwegs. Ey, fahr los. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, müssen wir hier hin? Ja, hier müssen wir hin. Ah, da steht der. Da ist er sogar schon. Aufträge und annehmen. Okay. Dann werde ich jetzt an der Stelle mal feiern machen. Weil meine Kopfhörer sind gerade im Eskalationsmodus. Schnell noch an nicht schließen, Alter. Oh, meine Kopfhörer. Also, weißt du, die Kopfhörer sind ja echt geil, aber es ist so. So. Draußen erstmal schon Krawalle. Willkommen in Detroit. So, das muss ich euch mal ganz kurz zeigen hier. Achtung, bitte nicht erschrecken. Low battery. Please charge. Low battery. Please charge. Und das muss ich mir die ganze Zeit anhören. Low battery. Please charge. Über 3 Stunden. Low battery. Please charge. Da wirst du doch bekloppt im Kopf. Okay. Gut. Das Problem ist halt, ich kann die halt auch nicht im Betrieb einfach ausschalten und eine neue Kopfhörer aufsetzen, weil dann OBS-Macke bekommt. Aber gut. Ja, nevermind. Das war mit der Folge und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann wieder heißt, mit frischen Kopfhörern in die frische, neue Mission. Was macht mein Mikrofon hier gerade? Oh. Mein Magnum-Ding. Ja, bis dann. Tschüss. Low battery. Please charge.